Hallo und herzlich willkommen zu Starfield. Ja, ihr habt nicht aus Versehen auf das gleiche Video geklickt. Es ist immer noch eine Ghost, das ist richtig, aber eine aktualisierte Variante. Ich habe gesehen, das erste Video kam bei euch super gut an. Es hat mich sehr gefreut, hat nämlich auch viel Spaß gemacht, das Schiff zu bauen. Und ich dachte, ja, es geht noch besser. Und ich glaube, es ist eine Frage des Geschmacks. Die jetzige ist ein bisschen größer und dann damit auch ein bisschen länglicher. Also nicht mehr so dieses ja, quadratmäßige, nur quergelegt, was die eigentliche Ghost ist. Rautenförmig heißt es, glaube ich. Ist der Fachbegriff. Es ist noch rautenförmig, aber wie gesagt, ein bisschen länger gezogen. Aber ansonsten, meiner Meinung nach in vielen Belangen einfach besser. Und ich dachte, wir gucken uns die mal gemeinsam an. Ich erkläre ein bisschen, wo die Unterschiede sind und wo die Gemeinsamkeiten. Und dann gehen wir mal drüber. Der größte Unterschied ist schon mal das Cockpit. Denn mich hat ein bisschen gestört, dass das eine übergestanden hat, während das andere eigentlich nach vorne guckt. Also das untere Cockpit guckt bei der richtigen Ghost weiter nach vorne als das obere. Deswegen war mir es wichtig, dass das hier nicht übersteht und deswegen habe ich das andere Cockpit gewählt. Was meiner Meinung nach auch besser passt, weil das ein bisschen mehr rausguckt hier über die Seitenstreben hinweg. Moment, wir können mal hochgehen. Nein, können wir nicht. Ich bin zu dumm. Ja. Nein, nein. Starfield ist echt, ich bin echt Profi. Ja, hier. Wie ihr sehen könnt, das geht ein bisschen höher und geht dann hier auch so rüber gerade mit so einer Verstrebung noch, einer Deko und dann hier nach oben. Also da ist der Übergang, das guckt mehr raus aus dem eigentlichen Bauch des Schiffes, was ich auch ganz gut finde. So, wir können auch einmal mehr oben bleiben, zumindest ein Stück. Ewig weit kann man hier ja nicht gehen. An den Seiten hier sind noch so kleine Verzierungen zugekommen. Hier ist weiterhin die Andock-Luke. Genau, von hier sieht man es eigentlich auch ganz gut. Ja, alles immer noch relativ schmal, war mir wichtig. Auch von hinten sieht man das meiner Meinung nach sehr gut, dass es immer noch sehr schmal wirkt. Ich habe mir heute auch die neueste Ahsoka-Folge angeguckt nochmal. Und da sieht man auch, dass die Ghost wirklich vom Querschnitt ungefähr gleich aussieht. Auch hier wieder ein bisschen Paint-Job mit diesem Sandgrün und ein bisschen Sandblau. Genau, hier hinten wieder die schwarzen Engines. Diesmal auch nur eine in der Mitte. Hier hinten Aussicht. Und die Phantom. Mit viel Fantasie, wir gucken sie uns nachher im Shipbuilder an, die kann man natürlich nicht benutzen, weil man kann ja auch nur ein Cockpit und so haben, das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber ich habe sie jetzt einfach mal draufgesetzt, weil ich dachte, das sieht bestimmt geil aus. Und das eine hier vorne sieht fast ein bisschen aus wie ein Cockpit. Wenn man sich da Scheiben vorstellen würde, würde es meiner Meinung nach super funktionieren. Aber gut, das sehen wir alles gleich besser im Shipbuilder. Ich möchte nur einmal so einen kleinen Rundumgang machen. Hier an der Seite, also die Paneele an sich sind gleich geblieben, logischerweise. Ich habe jetzt die hier noch dazu genommen. Die sind auch ganz cool, weil die sind halt, die gehen nicht zusammen, sondern die haben halt einfach so ein bisschen die Rundung und passen zu den oberen Teilen von der Art der Wölbung. Genau, und hier unten haben wir jetzt Einstiegsluke, nach oben Kletterluke, Landing Gear. Auch hier Landing Gear habe ich korrigiert. Ich hatte vorher hier links und rechts und dann hinten nochmal links und rechts. Bei der eigentlichen Ghost ist vorne eins und dann in der Mitte zwei und hinten keins. Das geht aber nicht, weil das Spiel dann sagt, du hast zu wenig Landing Gear, deswegen musste ich hier hinten bei den Antrieben nochmal einen hinpacken, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt wesentlich korrekter, dass in der Mitte vorne eine ist, eigentlich ganz vorne unter der Luke. Mir fällt gerade auch auf, dass das Schiff natürlich nur dadurch, dass es ein bisschen länger geworden ist, hier fast zu groß ist für dieses Landing Pad, was ich sehr lustig finde. Oh, wir können sogar aufs Schiff draufklettern, stimmt ja. Können wir uns hier oben mal genauer angucken. Also wie das, was ich schon erwähnt habe, ne, das Cockpit hier, guckt ein bisschen weiter raus, dann kommt hier diese Verstrebung. Das hier gefällt mir auch sehr gut, weil die echte Ghost hat tatsächlich auch dieses Schachbrettmuster. Finde ich super, dass es das auch gibt in dem Spiel. Und das ja, packt halt einfach noch ein paar Details dazu. Hier oben ist unser Raketenlauncher, hier oben der Schildgenerator. Das ist jetzt nicht alles korrekt. Hier oben ist ja normalerweise so eine Kuppel, von der man schießen kann. Geht in dem Spiel ja auch nicht. Dafür sind hier die beiden großen Kanonen. Und zwei, wie gesagt, unten noch. Genau, hier ist dann das Dings. Hier sind auch überall so kleine Fenster, wo man rausgucken kann von drin. Genau, hier oben können wir uns die Phantom mal angucken. Ui! Da. Also das sieht, dadurch, dass es vorne so nach unten geht, sieht es ein bisschen aus wie ein Cockpit. Und da hinten, das sieht aus wie die, tatsächlich wie die erste oder zweite, kann man sich auswählen. Ich habe es ein bisschen in Gelb gehalten, weil ich finde, das passt am besten zu diesem, ja, die eigentliche Ghost hat nur gelbe Akzente, das könnte man noch ein bisschen weiß mit reinbringen, aber ich finde, so passt es. Und wenn man sich so vorstellt, dass hier die Flügel ausklappen, also wenn wir jetzt die Staffel 1 und 2 Rebels Ghost im Kopf visualisieren, dann finde ich, sieht das schon ganz gut aus. Ich meine, für die Möglichkeiten mit Starfield ist das echt gut. Und hier hinten ist dann auch quasi angedockt, da kann man dann auch sozusagen reingehen. Oder eigentlich ist der Ghost-Zugang ja von unten, zumindest bei der ersten. Genau, hier oben wieder diese leicht gewölbten Teile, hier an der Seite die bessere Verzierung, ist ja relativ symmetrisch aufgebaut. Nur hier drüben haben wir halt noch zusätzlich den Andockring an der Seite. So,
Dann wollen wir mal ins Schiff gehen und gucken uns erstmal wieder im Schiff um und dann gehen wir in den Baumodus und gucken uns das ganze Ding als gebautes. Ich will nicht da hoch, jetzt hüpfe ich wieder zu viel. Als gebautes an. So, was ich schon mal besser finde, ist in dem Fall wieder der. Ah ne, das war in dem schon. Entschuldigung. Ich hatte zwischendrin noch eine andere, aber die habe ich wieder umgebaut, weil ich die so toll fand. Genau, man kann hier wieder gerade reingehen, was schon mal cooler ist, als wenn man direkt die Treppe hochgeht. Die meisten Loading Ramps sind meistens, du musst direkt eine Treppe hochgehen. Das finde ich hier besser, weil man muss ja immer auch denken, dass es ja eigentlich ein Frachtschiff ist. So, nach unten haben wir tatsächlich auch Fenster, das sieht natürlich im Space viel cooler aus. Und dann geht es hier schon los. Also jetzt nach hinten muss man sich halt vorstellen, da ist eigentlich der Frachtbereich, da kann man das ganze Zeug reinpacken, das geht halt in dem Spiel nicht zu visualisieren. So, ab unten ist nicht mehr viel mehr. So, die erste Etage. Relativ straightforward aufgebaut. Hier vorne, wie gesagt, das Schießcockpit. Diesmal ein bisschen leerer gehalten. Hier hinten Computerterminal. Diesmal auch wieder symmetrisch mit links und rechts. Oh Gott, das Licht ist ja schrecklich. Wie das reinpoppt. Genau, hier haben wir eine, ich weiß gar nicht, was das genau ist, Werkbank scheinbar. Also, ja, Werkzeug, Waffenfabrik. Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß gar nicht genau, wie das Modul genau heißt, aber auf jeden Fall da, wo man Waffen und so herstellen kann, wo man halt craften kann. Wenn wir hier weitergehen, haben wir, glaube ich, die Krankenstation. Genau, das ist hier eingebaut. Was ist hier drüben eigentlich noch? Ah ja, hier ist ein Lagerraum. Auf der anderen Seite ist der Andockring. Hier ist ein Lagerraum. Hier kann man zum Beispiel medizinische Sachen und so lagern. Das war der Gedanke, wenn hier ja die Medistation ist. So, und hier hinten ist noch so ein Verbindungsteil, weil hier geht es dann quasi rüber. In den Hinterausguck, was wir gerade gesehen haben, wo oben drüber quasi die Phantom ist. Und hier geht's rein in die Phantom, wenn sie begehbar wäre. Hier neben dem Computerterminal und so. Da kann man auch coole Sachen machen. Also auch in sich konsistent ist das Ganze vom Aufbau her. Dass da auch wirklich eine Luke ist und so. So. Und hier drüben ist noch ein weiterer Lagerraum, weil hier war halt noch Platz. Weil hier hinter ist der Reaktor und der Craft-Reaktor, also mit dem man die Hyperraumsprünge, nenne ich sie mal, auch wenn sie offiziell nicht so heißen, macht, ja, genau. So, und hier geht es dann noch weiter, ist also ein bisschen verzwickt, aber ist ganz normal bei so einem Schiff. Hier geht es weiter in diesen Bereich, wo wieder die Holding Cell ist. Ich habe auch übrigens die Tayo-Teile beibehalten, ich hatte erst andere drin, deswegen habe ich, da war auch der andere Entwurf mit dem Treppe hochgehen. Aber ich fand, die Tayo-Teile passen besser, weil hier so ein paar Sachen freiliegen und so. Es sieht einfach ein bisschen rebelliger aus, ein bisschen nicht so edel wie so. Das andere könnte man denken, es ist ein imperiales Schiff und das will ich nicht, die Ghost ist ja schließlich ein Zuhause für die Rebels Crew. Genau, hier haben wir Analysestation. Pharmazeutisches Labor und sowas. Jetzt könnte man vielleicht noch wechseln, jetzt wo ich weiß, dass man hier so pharmazeutische Sachen machen kann. Dieses Wissenschaftslabor ist das, glaube ich. Und drüben vor die Krankenstation packen und dafür das andere rüberpacken, die Crafting Station. Hier ist so ein All-in-One-Bereich, weil hier ist der Undock-Bereich. Und ich wollte nicht, dass man direkt in so einem fachspezifischen Ding reinkommt, sondern dass man hier erstmal in so einer. Ja, in so einem, vielleicht auch wenn man einfach Leute hat, die mit einem fliegen oder Leute rettet, dann kann man hier die Tür zumachen, kann sagen, hey, kommt rein und macht es euch hier bequem, weil das ist ja nicht die Crew Quarter, aber hier sind halt vier Betten. Und beim nächsten Raumhaufen lassen wir euch raus, dann minimiert man auch das Risiko, dass die einen vielleicht nicht ganz so wohlgesonnen sind. So. Ich rede schon wieder viel zu viel, aber es macht echt Bock, diese Schiffe zu designen. Und ich bin jetzt richtig zufrieden mit dieser Ghost. Und ich glaube, ich werde die auch wirklich für meinen Hauptplaythrough jetzt benutzen. Kommen wir ins Cockpit. Ganz andere Farbe, weil von einem anderen Hersteller. Aber im Prinzip finde ich gar nicht so unpassend. Klar, hier vorne hat man normalerweise zwei nebeneinander. Gibt es sowieso nicht in dem Spiel. Also gibt es schon, aber es sind dann riesige Cockpits. Das andere war ja auch so aufgebaut in diesem Dreiecksding. Hier hat man halt weniger Sichtfläche. Dafür, wie gesagt, ragt es vorne nicht über und damit ist der gesamte Look ein bisschen klassischer an der Ghost dran. So, hier gerade nach hinten ist einfach nur die Technikstation und hier geht es noch hoch in dieses, wo eigentlich die Schusskuppel ist. Das heißt, die Treppe ist eigentlich nur Dekoration oder die Leiter, weil hier oben ist halt nichts. Das ist halt nur ein Compartment, weil da drüber ist quasi der Schildgenerator und hier würde man normalerweise hochklettern, um in diesen Schießstand zu kommen. Den es halt nicht gibt, in dem Fall. So, genau, hier ist das Computerterminal. Gucken wir nochmal hier weiter. Hier drüben haben wir Crew-Bereich. Oder beziehungsweise, ne, das ist Captain Quarter. Also hier ist Captain Quarter, deswegen auch komplett abgeschlossen hier. Und hier drüben geht es dann rein in den Crew-Bereich. Das ist, glaube ich, aktuell auch noch ein Captain Quarters-Ding. Genau, hier wohnt halt dann der erste Mart sozusagen.
Es ist halt immer ein bisschen, es ist tatsächlich random oder man kann es nicht steuern, sagen wir mal so, wie sich die Module genau verbinden. Das heißt, ist jetzt hier eine Tür oder ist die Tür hier oder ist die Tür da hinten? Das heißt, man kann nicht so richtig sagen, hey, wir machen hier einen Hauptmittelgang und nach links und rechts gehen Sachen ab. Zumindest habe ich noch keinen Weg gefunden. Deswegen ist es immer so ein bisschen, man muss durch verschiedene Räume durchlaufen, um in die anderen Räume zu kommen, aber das ist minimal das Problem. Genau, hier haben wir wieder, hier haben wir noch einen Captain Quarter. Wie viel Captain Quarter habe ich denn hier reingebaut? Ich meine, nichts dagegen, ich meine, alle meine Crews sind mir wichtig. Genau, hier ist noch eine Kontrollstation und hier hinten ist dann noch ein normales Crew-Compartment mit Handelbank und ein etwas kaputterem Sessel und einem Etagenbett. Ja, das ist sozusagen das Innendesign. Das gefällt mir, wie gesagt, sehr, 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 sehr gut. Und ich werde jetzt einfach mal abheben mit dem Schiff. Wir fliegen ein anderes System an und dann gucken wir uns das ganze Ding nochmal im Shipbuilder an, dass ihr wieder einen Eindruck bekommt, wenn ihr es vielleicht nachbauen wollt oder so, wie genau ich das gemacht habe. So. Ist tatsächlich diesmal nicht so wendig wie die letzte, also die ist jetzt wesentlich behäbiger. Ich meine, es passt auch so ein bisschen zur Ghost, klar. Im Star Wars Universum ist sie ein super cooles, mobiles, schnelles Schiff, aber es ist halt im Endeffekt einfach noch ein Frachter und solange ich hier nicht geheime Turboantriebe reinbauen kann, die nicht den ganzen Bildschirm einnehmen oder das ganze Schiff, wird es auch nicht viel größer. Aber man sieht hier schon, er hat schon ein ganz schönes Tempo, also wenn man will, hier so an die 170 kommt sie ran. Und mit dem Boost sowieso. Also das geht schon. Das ist, gibt Schlimmeres. Dafür sieht es jetzt richtig aus von hinten. Das finde ich cool. Und man, ich finde, von der Entfernung aus sieht auch die Phantom gut aus. Also klar, da in der Mitte das mit den Kabeln kann man sich sparen. Aber so von der Form her einfach, die hinten drauf sitzt, finde ich, passt das halt auch schön mit den... Ich zeige gerade mit meinen Händen vom Bildschirm rum. Das bringt euch sehr viel. Aber ich meine, es passt auch schön hier mit diesen... Mit den Antrieben quasi, dass es so ein bisschen den gleichen Winkel hat. Das macht das Ganze einfach ein bisschen in sich konsistenter. So, wir landen mal irgendwo auf einem anderen Planeten. Wir können auf jedem möglichen, wir bleiben einfach mal bei Alpha Centauri, warum müssen wir es immer so übertreiben? Und wir springen jetzt einfach mal nach Bonda? Keine Ahnung. Ja, erstmal nach Bonda fliegen, so. Das ist halt wirklich das Traurige daran. Ich mag es super gern, Schiffe zu designen im Spiel, aber man, die Schiffe sind halt einfach total unnütz. Also du machst halt alles nur mit Schnellreisen. Und du hast ab und zu mal einen Spacefight, ja. Hier können wir vielleicht mal ein bisschen gucken, ob man die Dings sieht. Genau. Das kann man sogar looten, das ist ja cool. Genau, das ist quasi unser Laser. Der ist relativ stark, unser Partikellaser. Dann haben wir... unser Partikelstrahl meine ich. Dann haben wir nochmal Laser. Alle schießen ein bisschen langsam, aber die machen echt viel Damage. Das sieht man halt jetzt schlecht, weil wir kein Schiff angreifen. Aber die machen echt viel Damage, also da kann man nichts sagen. Und die Raketen haben wir natürlich auch noch. So. Oh, leicht geschrammt. Wir haben auch ein echt gutes Schild mit 89. Das ist ganz schön viel. Kriegt man auch so einen großen kaputt, tatsächlich. Das ist cool. Also genau, so funktioniert es und ja, zum Glück ist das alles dann auch unsichtbar. So, wir landen mal auf diesem Planeten. Nicht bei der Fragging-Station, einfach so irgendwo. Damit wir einfach mal so einen Landeanflug sehen. Weil bei den Orten, die man war, sieht man den Landeanflug nicht mehr. Finde ich auch scheiße, aber... Nein! Wir sehen es aus der Ego-Perspektive. Auch nicht praktisch. Ah, doch, jetzt. Ach, guckt euch auch diese Schönheit an. Wie gesagt, sie ist ein bisschen länglicher. Sie ist nicht wirklich so richtig viereckig gedreht. Raute. Aber... Ja, ich finde sie einfach toll. Nur Fels. Ich mag die... Zumindest können wir hier nach Materialien suchen. Ich mag die Ghost generell und ich finde es halt cool, dass man das in dem Spiel dann doch so gut recreaten kann. Extreme Umgebungshitze, okay. Ja, wir bleiben nicht lange. Wir wollen ja eh noch zu einem Spaceport, damit ihr seht, welche Komponenten man braucht. Das Video ist jetzt auch ein bisschen länger als das erste, aber das Schiff ist auch größer. Das ist der Grund. Vielleicht komme ich auch einfach schlechter zum Punkt. Das kann auch sein. So, wir heben ab. Und gehen in die Zwischensequenz über. Und sehen die Phantom, wie sie da hinten hängt.
Also ich finde, von hinten sieht man, könnte man echt denken, dass das die Ghost ist. Das rede ich mir jetzt selber ein, weil ich das Schiff gebaut habe, aber trotzdem, ich finde, das ist echt eine Leistung. So, eine Leistung hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber zumindest ist es echt erkennbar, sagen wir es mal so. So, machen wir mal noch einen Grafsprung. Wohin wollen wir denn? Gehen wir mal ins Narian System. Da gibt es doch irgendwo so ein... Gab es hier nicht irgendwo einen Planeten, wo man hin will? Nee, warte mal, wo war denn das? War das Cayenne? Cayenne-Pfeffer? Ich glaube, hier war Attila, oder? Weil hier habe ich sie auch gebaut. Ach genau, Aquila. Deswegen, da kann ich es euch nämlich gleich zeigen. Aquila City. London. Also, jetzt habe ich komplett... Ich bin nicht ins System gesprungen, sondern direkt gelandet. Also sehen wir den Sprung nicht, aber ist nicht so schlimm. Deswegen sage ich, leider ist das Schiff fliegen halt echt schade. Das sind alles nur Loading Screens, die du machst. Du kannst nicht wirklich sagen, ich springe jetzt dahin und dann musst du dahin springen oder... Ja... Einfach schau... Gott, ich hänge in der... Wieso hänge ich jetzt in der... Ich habe das Schiff hier gebaut und bin da nie stecken geblieben. Nee. Kann ich da irgendwie... Kann ich zum Schiff... Ich springe offiziell noch. Wenn ich jetzt wieder hier hinreise, funktioniert es ja trotzdem nicht. Wahrscheinlich. Ah doch. Puh, beruhigend. Genau, so. Also hier steht sie in ihrer ganzen Pracht. Wenn man denn mal runterkommt vom Schiff. Sie klammert ziemlich. Die Ghost. Und hier bei diesem netten Herrn habe ich sie gebaut. Kann ich dir irgendwie helfen? Denn er hat drei verschiedene Sachen und alle drei brauchen wir für die Ghost. Und zwar bietet er folgende Systeme an, oder folgende Dinge an. Wir gehen in den Schiffsbilder. Er bietet an, gehen wir mal wieder zu, am besten zu Cockpits. Er bietet an Cockpit Armstrong von Hope Tech. Er bietet an Strode, Eklund und er bietet an Tayo. Also Tayo und Stroke Eklund hatten wir ja eh schon bei der ersten. Und jetzt kommt eben hier über das Ding noch dieses Cockpit hinzu. Ja, das ist eigentlich alles, was es dazu zu sagen gibt. Also dieses Cockpit. So, und da sind wir auch schon beim Thema. Wir gucken wieder so ein bisschen um, was wir hier eigentlich haben. Wir haben hier hinten für die Phantom Hope Tech Kühler benutzt und ein Hope Tech Röhren. Deswegen auch hier wichtig, ne? Deswegen gab es das vorher, bin ich vorher auch nicht auf die Idee gekommen, weil ich vorher keine Hope Tech Teile gesehen hatte. Und ist halt einer der wenigen, der drei verschiedene hat. Die meisten haben immer zwei verschiedene Hersteller. Deswegen bin ich hier gewesen. Genau, Hope Tech hier hinten verbaut. Ansonsten sehr wenig Hope Tech tatsächlich im ganzen Schiff. Also das meiste ist wirklich das Cockpit. Und die beiden Dinge. Ach ja, und hier ist noch Deimos. Das habe ich mir auf dem Deimos Schiffswerften geholt. Um diese Strebe hier zu haben, damit das Ding hier nicht einfach so abgeschnitten ist, sondern hier noch so eine Strebe ist. Genau. Aber das muss man dann halt machen. Da lässt man das frei, wenn man es hier baut und geht dann dahin und pappt es dann noch da drauf. Das ist jetzt echt kein Problem. Genau, hier unten haben wir weiterhin, das ist auch Stroud. Eklund, ich kann es jetzt auch mittlerweile aussprechen. Nicht Strudeklund, nein, das ist Stroud Eklund. Genau, hier ist Stroud Eklund Teile, hier oben, die kennen wir alle schon. Innen drin wieder alles Tayo angeordnet, wie ihr es wollt. Also ich habe hier vorne halt primär Kajütenleitern von unten bis oben gemacht. Also hier unten ist eine Kajütenleiter, in der Mitte ist das große Teil, die Technikstation und oben ist eine Kajütenleiter, dass man da quasi einmal so durchklettern kann, damit man, wenn man reingeht, hochgeht, gleich beim Cockpit ist und nicht erst durchs ganze Schiff laufen muss, wie teilweise bei der ersten Version noch. Hier oben auch wieder ein bisschen rot, ne? Hier auch wieder das ganze Sandgrün und Sandblau. Blassgrün kann man auch sagen. Hier hinten Dockstar Treibstoff. Ich habe einfach das genommen, was das meiste hat. Auch wieder sehr gute Antriebe. Da unten ist der, glaube ich, der beste. Oder einer der besten Antriebe, die es gibt. Das sind tatsächlich nur A-Antriebe, aber das sind halt die einzigen, die so cool diagonal sind. Das passt halt einfach sehr gut. Genau, hier unten auch Tayo. Also eigentlich alles Tayo. Bis hier oben Stroud Eklund, damit das mit dem Zeug zusammenpasst. Das ist da, wo man hochklettern kann und dann, wo ich gesagt habe, wo eigentlich die Kuppel ist. Genau, hier Hope Tech als Verkleidung ein bisschen noch benutzt, damit hier die Flucht ein bisschen flacher ist, damit man hier nicht so abrupt nach oben geht, sondern dass es hier noch so eine kleine Abstufung zwischendrin gibt. Ja, ich kann eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Einen relativ starken Reaktor, einen C-Klasse-Reaktor. Ist jetzt natürlich kein Schiff, was man sich am ersten Tag baut, wenn man jetzt nicht cheatet wie ich, um einfach das Schiff-Building-Experience zu haben.
Aber es ist auf jeden Fall ein Schiff, was machbar ist in dem Spiel, ohne dass man jetzt irgendwie groß spezielle Legendary-Schiffe oder so braucht, sondern man kann ja einfach zu diesem Typen hingehen, zu dem auf Aquila, wenn man denn mal dann die ganzen Skills freigeschaltet hat, Raumschiff-Design, Rang 3. Und dann halt die ganzen und genug Geld vor allem hat. Also, ich habe, glaube ich, hier ein bisschen was gelassen. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel es gekostet hat. Landing Gear haben wir auch Stroud Eklund. Habe ich hier auch ein bisschen mit diesem Blau noch verziert. Auch unten habe ich es diesmal verziert. Hier Frachtraum, da passen 1000 Fracht rein. Ist auch relativ schwer, aber finde ich, passt hier immer noch gut hin. Genau, hier die Kanonen. Kann man ja nehmen, was man will. Ich habe jetzt einfach welche genommen für die ballistischen, die beides gleichzeitig gut treffen, also Hüllen und Schild. Hier oben habe ich primär Schildschaden genommen bei den Laserwaffen und beim Raketen, die machen ja auch primär dann Hüllenschaden, haben wir dann insgesamt zum guten Ausgleich. Also wenn ich mit Raketen auf beide, sowohl auf Hülle als auch Schilde schieße, dann ist es egal, weil dann macht beides so viel Schaden. Hiermit halt eher auf Schilde und unten halt kann man auf beides schießen. Man kann ja maximal 3 verschiedene Waffensysteme haben. Genau, das ist weiterhin der Docker Connect Pro, einer der wenigen, die auf Backboard hängen oder Steuerboard, je nachdem, wie rum ihr es drehen wollt. Den kann man da, glaube ich, sehr gut benutzen. Ja, und ansonsten bleibt mir nicht so viel zu sagen. Es ist halt wirklich, innen drin sind wirklich alles hier Compartments Tayo. Also ist alles hier voller Tayo-Compartments, natürlich verschiedenfarbig modelliert, ein paar Details gemacht, zusammengesetzt. Aber es ist alles Tayo, einmal die Oben-Konfiguration. Dann auch die unten, wobei die haben wir hier gar nicht gebraucht. Doch, hier habe ich unten gebraucht, hier vorne bei der Kajütenleiter, gleich nach dem Cockpit und in der Mitte halt die mittigen. Damit es halt alles so ein bisschen noch eine eigene Rundung bekommt. Also, es ist wirklich kein Hexenwerk, es macht wirklich viel Spaß, hier in dem Spiel das auch zu bauen. Und ich glaube, das kriegt man relativ leicht hin. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare für irgendein spezielles Teil oder so. Ich gucke gerne nochmal nach. Aber das ist die Ghost 2.0 sozusagen. Sie heißt auch Ghost 2. Und ich glaube, es reicht jetzt. Also ich werde keine weitere Ghost mehr bauen. Aber vielleicht baue ich noch ein anderes Star Wars Ship. Oder vielleicht spiele ich auch einfach mal das Spiel. Wie wäre es denn damit? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Eine schöne, schöne Woche. Und hoffe, euch hat das Video gefallen. Und schaltet auch bei meinen anderen Projekten gerne ein. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao.